Denn jetzt kommt eine Frau zu uns, sie hat Hafturlaub und ja, kommt aber noch in ihrer Original-Knastkleidung zu uns. Begrüßen Sie recht herzlich Kathi Karrenbauer. Hallo. Du siehst ja aus wie zu besten Aerobic-Zeiten. Dachte ich auch. Jane Fonda lässt grüßen. Ja, echt? Der Sommer ist ausgebrochen hier in Köln und heute war es einfach so toll und ich dachte mal, Haare hoch, ein bisschen Farbe ins Leben. Ja, sieht so aus, als wäre es eine Love Parade. Ja, ja, mal gucken, vielleicht mache ich das ja auch. Oder der alte Fackelläufer. Wie der alte Fackelläufer? Naja, neulich hatte man mich angefragt, ob ich vielleicht auch die olympische Fackel tragen würde. Wie? Durch Berlin. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Wieso schaffst du das? Wie kommt man denn zu der Ahnung. Ehre? Das würde ich ja direkt machen. Die olympische Fackel? Also, vielleicht sprechen wir dann ja später drüber. Nee, ich möchte das jetzt mal wissen. Wer fragt denn da? Ja, das war eine Presseabteilung, die dann angeboten bekommen hat, 2, 3 Fackelläufer zu stellen. Und dann musst du mit der Fackel. Da würde ich dann. Aber ja. Die Fackel ist ja, ich weiß nicht, wo sie gerade ist, in China oder so. Ja, die kommt aber hierher. Die irgendwann. Kommt dann irgendwann. Das ist ja eine große Ehre, oder? Auch bei uns. Oh. Ich würde gerne hier die olympische Fackel. Hallo, falls Sie jetzt zuschauen. Wer ist das? Die olympische Fackel einmal hier durchs Studio tragen und dann hinten rausrennen und verstecken. Stimmt, das wäre ziemlich cool. Hinten raus, Geheimgang. Muss man da gewisse Bedingungen erfüllen? Mit Sicherheit die guten Laufschuhe anhaben und ja. Einigermaßen trainiert sein. Aber du weißt das doch, Angela Jolie ist doch auch als Fackelträgerin für Athen. Ist mir nicht bewusst, aber dass sie hier durch Deutschland auch getragen wird, finde ich super. Echt, also falls jemand zuschaut, ja, der hier für das Fackeltragen verantwortlich ist, ja, ich würde gerne die Fackel hier vorne in Empfang nehmen, einmal durchs Studio tragen und hinten auspusten. Ja? Müssen die dann eigentlich wieder vorne anfangen, wenn einmal die Fackel aus ist? Ich habe keine Ahnung. Und dann hole ich mir noch Axel Schulz, der kommt dann mit seiner Fackelmannmütze und übernimmt da hinten. Ja? Super. So, jetzt zu dir. Wie lange musst du noch sitzen? Wie lange sitzt du noch? Keine Ahnung. Was ist das im Film, in der Serie bekannt gegeben, zu wie vielen Jahren du verurteilt bist? Ja, ganz am Anfang, da bin ich ja wegen Bankraubs, Tateinheit der schweren Körperverletzung verurteilt worden zu 3,5 Jahren. Und aber das läuft jetzt schon seit 7. Ja, inzwischen, man zwingt mich immer wieder auszubrechen, und, damit ich dann auch ein bisschen bleiben kann. Das zeigt man dann aber schon. Ja, ja. Dann aber lass dich doch direkt irgendwie lebenslänglich verurteilen. Dann geht die Serie eine Weile weiter. Wir schauen mal. Also die Verträge laufen auf jeden Fall jetzt noch für ein Jahr und so lange werde ich auf jeden Fall noch Inhaftierte bleiben. Hat man dich nicht gefragt, ob du beim Star-Duell mitsingst? Du bist doch eine ganz passable Sängerin. Ich habe vorhin die Ausschnitte gesehen und ich bin sehr froh, dass man mich nicht gefragt hat. Sarah Kern hätte ich jetzt dann doch nicht so gern gegeben. Wer ist das? Sarah Kern ist die Ex-Frau von Herrn Kern, dem Modemacher. Das ist alles? Deswegen darf die da mitmachen? Die Frau von einem ist, der was kann? Ja, oder mittlerweile was? Ist sie ja selber Designerin, so wie die Klatschspalten berichten. Und selber Designerin? Aha. Hat die Mütze gemacht? Nein, ehrlich nicht. Ja. Es gibt ja regelmäßig zu Hintergittern sehr erfolgreiche Musikalben. Das, ja? Stimmt. Das ist das zweite jetzt. Ja? Genau, das ist die VÖ von der zweiten. Volume 2 steht ja auch dick drauf. Ja. Und da sind eben die Titel aus der 300. Folge drauf. 4 davon haben wir eben zum Besten gegeben. Übrigens kann man mich dann live am 9.5. mit Rolf Stahlhofen zusammen, mit dem ich auch die Sachen produziert habe, in meinem Club. Du singst selber da ein paar Songs drauf? Und 3 Songs habe ich drauf. Einen hat Stefan Urban gemacht aus dem Trickstudio in Mannheim. Also es war so eher die Mannheimer Ecke, mit der ich zusammen produziert habe. Rolf Stahlhofen kennst du auch, ne? Nein. Söhne Mannheims, ehemals doch, mit Xavier Naidoo. Ja. Söhne Mannheims. Rolf Stahlhofen, genau. Mannheim. Sagt dir nichts. Doch. Komm, hör natürlich, auf. Der mit der Glatze. Genau, siehste? Cool. Und wir sind am 9.5. bei uns im Club, im Kitchen Club in Wuppertal. Wenn du Zeit haben solltest, das was ist du ja geil, ne? wenn man einen eigenen Laden hat, genau. Und du hast ja so einen eigenen Musikclub, genau. Ja? Dann kann man da einfach auftreten. Und die Leute dazu zwingen, heute gibt's alles umsonst. Aber ich spiele, ja? Das ist genau. Der Deal.
Nein, nee, aber die nicht. Haben ja auch schon große Bands gespielt, wie The Darkness zum Beispiel. The Darkness waren da, ja. Justin hat bei uns gespielt, mehr oder weniger im kleinen Set mit der Gitarre. Okay, und verstehe. Mhm. Das ist ein reiner Musikclub oder ist es mehr eine Bar oder eine Disco? Das oder ist ein Musikclub. Mit Live-Acts? Ja, ab April hoffentlich, also ab Ende April jetzt hoffentlich vermehrt. Ja. Wir bauen das gerade noch so ein bisschen auf. Rolf und ich starten also Stahlhofen meets Karrenbauer. Okay, und wir gucken mal, ob wir den Herrn Raab vielleicht auch dazu gewinnen können. Wir haben ja immer noch so viel offen. Wir haben noch unsere Knast-Tour offen, wir haben noch deine Gastrolle bei uns. Ach ja, richtig, bei Hintergittern offen. Du hast mir eine Gastrolle mal angeboten bei Hintergittern. Ja, ich im Frauenknast, kann sich das vorstellen? Das möchte ich auch wahnsinnig gerne noch haben. Hey, cool, oder? Da müssen wir mal gucken, aber das, ich hab ja zugesagt. Du hast es zugesagt. Ja. Ich meine, hättest du nicht so wahnsinnig viel Zeit darauf verwandt, Max zum neuen Vertreter vom Grand Prix zu machen. Vielleicht können wir da in der Richtung irgendwas machen. Könnte das sein? Ja, ich guck mal, wenn ihr eine anständige Rolle habt, ich mach das direkt, wenn das nicht zu viel Arbeit ist. Also, ja, das hattest du ja damals gesagt. Nicht zu viel Zeitaufwand. Gegen Arbeit habe ich ja nichts, aber gegen. Ja, und nicht zu viel Text. Zu viel Text, das kann ich auch nicht. Also so viel auswendig lernen, das geht nicht. Wir machen noch erstmal ein kleines bisschen Werbung, du bleibst noch ein bisschen hier. Und nach der Werbung sehen Sie bei uns das hier. Und zwar einen weiteren Fall der Woche, meine Damen und Herren, vom RTL-Strafgericht. Dann kommt Comedian Christian Tramitz zu uns. Und die TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende gibt es gleich noch. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. So, da wir schon mal beim Thema Justiz sind, schaust du dir diese Gerichtsshows sind manchmal? Da? Ja, klar, du bist doch im Knast, dann bist du schon beim Thema Justiz, okay. Vollzugsanstalt zumindest. Ja? Schaust du diese Gerichtssendung? Barbara Salisch und Co. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Wieso nicht? Weil es mich einfach langweilt. Ja, ist es dir zu gespielt oder was? Erstens habe ich nachmittags keine Zeit, abends in der Wiederholung läuft es ab und zu, ich seppe mal durch, aber meistens bleibe ich dann bei dir hängen. Ja, und deswegen zeigen wir es jetzt, damit es bei uns gleich nochmal... Ach nee, wir sind ja live, gucken kannst. Und zwar... So, meine Damen und Herren, und also unser Fall der Woche, wir haben so einen tollen Jingle. Der Fall der Woche, meine Damen und Herren. Der Fall der Woche. Und zwar diese Woche vom RTL-Strafgericht. Ja? Und es ist ein sehr interessanter Fall, denn es geht um eine adelige Frau. Um Marie-Louise von Leichnitz. Ja? Die, so heißt sie. Und sie ist das Opfer. Und schauen Sie sich bitte erstmal ein Bild von ihr an. Das ist Marie-Louise von Leichnitz. Ja. Und da habe ich gefragt, irgendwas fehlt da doch, oder? Papagei auf der Schulter, irgendwas. Das ist Marie-Louise von... Das Holzbein. Ja, das Holzbein. Ihre Freunde nennen sie auch Captain Hook. Ja? Marie-Louise von Leichnitz. So, und jetzt, ihre Anschuldigung lautet, ihr Sohn Gedeon von Leichnitz, ja, soll eine jugoslawische Handgranate, fragen Sie mich nicht, warum nur jugoslawische Handgranate, aber er soll eine jugoslawische Handgranate in ihre Sauna geworfen haben. Ja? Während, ja. Oh. Schönen Gruß. Ja. Ohne Worte. Ja. Entschuldige. Bisher alles völlig nachvollziehbar. Ja? Sie saß auch noch in der Sauna drin. Ja? So ist es nicht. Sie können sich denken, woher die Augenklappe jetzt kommen. So. Und und jetzt erzählt sie, was dann so. Ist das traurig? Unser Fall der Woche, meine Damen und Herren. Beim RTL-Strafgericht. Oh
Ohne Worte. Unfassbar. Das hat man davon, wenn man sich mit Bürgerlichen einlässt. Genau, ja? So ist es. Selber schuld. Selber schuld. Ja, ich hoffe, das war genug Werbung für diese Shows. Ich hoffe, dass du sie auch demnächst wieder regelmäßig schaust. Definitiv oder? Nicht. Ich werde vorbeiseppen und ich werde wieder abends bei dir landen. Ja, und ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Danke. Besorgen Sie sich das Album. Da sind tolle Songs drauf, auch von Kathi Kauenbauer selber. Oder schauen Sie sich Kathi Kauenbauer live im Kitchen Club an. 9.5. 9.5. in Wuppertal, ne? Genau, auch 10. Ja, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Kathi Kauenbauer, meine Damen und Herren.